Wir haben hier jetzt eine Tabelle mit den Überschriften hier oben. Hier habe ich eine Sprache. Ich habe hier einen Dropdown, wo ich dann mehrere Sprachen auswählen kann, zum Beispiel Englisch oder Spanisch. Und was ich gerne hätte, ist, dass oben diese Überschriften, dass die sich je nach Sprache automatisch ändern. Das heißt, wenn ich hier Englisch habe, dann soll hier Name stehen, hier Surname und so weiter. Und wenn ich dann Französisch habe, dann soll hier Pränomen stehen und so weiter. Und genau dasselbe bei allen anderen Sprachen. Und hier unten habe ich eine Tabelle, wo die ganzen Begriffe in jeder Sprache dastehen. Wir haben sowas Ähnliches gemacht, wo wir nur zwei Sprachen hatten. Und da haben wir eine Wenn-Funktion genommen. Die sagt, die Wenn-Funktion hat so funktioniert: Wenn Sprache Deutsch, dann Vorname, ansonsten Name. Oder auch wenn Sprache ist gleich Englisch, dann Surname, ansonsten Nachname. Wir haben dann auch was Ähnliches gemacht mit drei Sprachen. Da haben wir dann zwei Wenn-Funktionen, die einander verschachtelt waren, haben wir verwendet. Aber jetzt hier haben wir sechs Sprachen. Und da ist mit einer Wenn-Funktion ist es dann ziemlich kompliziert, sowas zu erstellen, weil da braucht man fünf oder sechs verschachtelte Wenn-Funktionen. Und da wäre die Formel oder diese ganzen Funktionsaufbau viel zu kompliziert. Für solche Fälle gibt es eine andere Funktion, die es wesentlich einfacher ist als die Wenn-Funktion. Und die heißt S-Verweis. Bevor ich jetzt mit dem S-Verweis anfange, will ich mal kurz erklären, wie dieses S-Verweis funktioniert. Der S-Verweis ist eigentlich eine Nachschlagfunktion, die wie in so einem Wörterbuch funktioniert. Also das heißt, wenn ich jetzt hier Englisch wähle, was sie jetzt im Fall von Vorname macht, sie nimmt den Begriff Englisch, geht in dieser Nachschlagtabelle und sucht sich, wo ist der englische Vorname? Name. Und das ist, was sie dann hier darstellt. Dann erscheint hier Name. Oder wenn ich jetzt Italienisch, Französisch mache, sagen wir mal, und das Geburtsdatum will. Das heißt, sie geht dann bei Français, sucht sich Français aus und sucht sich dann, wo ist das Geburtsdatum? Hier ist das Geburtsdatum. Und dieses Wort, Naissance in dem Fall, wird dann hier dargestellt. Und dadurch, dass wir hier keine verschachtelte oder komplizierte Funktionen benötigen, ist der S-Verweis hier von Vorteil vis-à-vis die Wenn-Funktion. Fangen wir an mit dem ersten Vornamen. Den S-Verweis rufen wir auf wie über einen Funktionsassistent, wie bei der Wenn-Funktion. Und da ist es unter zuletzt verwendet, kann man den sehen, wenn man den S-Verweis schon mal verwendet hat. Wenn nicht, kann man den auch über alle. Und dann bei S-Verweis. Jetzt der S-Verweis hat benötigt vier Parameter. Fangen wir mit dem ersten an. Suchkriterium. Was heißt das? Wichtiger Punkt ist, was ist ausschlaggebend bei den Überschriften? Was ist das Kriterium, was entscheidet, wie eine Überschrift dargestellt wird? In unserem Fall ist es die Sprache. Die Sprache ist allein entscheidend, wie die Überschrift darstellt. Wenn es in Englisch ist, ist es Name. Wenn es Deutsch ist, ist Vorname und so weiter. Deswegen ist die Sprache das Suchkriterium. Das ist der entscheidende Faktor. So muss man das immer überlegen. Was ist der entscheidende Faktor bei dem Ganzen? In unserem Fall ist die Sprache, weil die Sprache entscheidet, wie diese Überschriften dargestellt werden. Okay? Jetzt kommen wir zur Matrix. Was heißt Matrix? Matrix ist unser Nachschlagwerk. Unser Nachschlagwerk ist diese Tabelle hier unten. Deswegen markiere ich die gesamte Tabelle. Okay, das ist dann unser Matrix. Da soll der Computer nachschlagen, nach den Begriffen, die er benötigt. Spaltenindex. Wir wollen hier den Vorname. Und jetzt, in welcher Spalte sind die Vornamen? Das ist die erste Spalte und das ist die zweite Spalte. Dann einfach zwei. Hier muss man aufpassen, man darf nicht A oder B reinschreiben, sondern es geht um Ziffern. Also erste Spalte, zweite Spalte, dritte Spalte und so weiter. Okay, deswegen hier, da wir es mit Vornamen oder die Vornamen darstellen wollen, dann nehmen wir das ist dann der Inhalt von Spalte 2. Da sind die ganzen
Vornamevariationen eingegeben wurden. Okay? Bei Bereichsverweis ist es so, da muss man sich jetzt eine Frage stellen, kann etwas zwischen Deutsch und Englisch stehen? Gibt es da einen Begriff zwischen Deutsch und Englisch? In unserem Fall nein. Es gibt entweder einen deutschen Begriff, Vorname, oder einen englischen Begriff, Name. Es gibt nichts dazwischen. Es gibt auch nichts zwischen Englisch und Französisch. Entweder habe ich Englisch oder Französisch. Und es gibt nichts dazwischen. In so einem Fall legt man da falsch. Okay? Wir werden dann sehen in weiteren Videos, dass da manchmal im Matrix, dass da manchmal etwas existieren kann zwischen zwei Punkten. Aber jetzt in unserem Fall nicht, deswegen ist falsch. Okay? Und dann auf OK. Und da sieht man schon Französisch, Prénom, der spanische Begriff, der englische Begriff, der schwedische Begriff und der deutsche Begriff. Okay? Wir werden es mir nochmal machen mit dem Nachnamen. Wieder Funktionsassistent. Auch zuletzt verwendet. Da haben wir schon unser Verweis. Also, wie gesagt, das Suchkriterium ist der entscheidende Faktor, der entscheidet, oder sagen wir mal so, das Suchkriterium entscheidet, was dargestellt wird. In unserem Fall, dieses Suchkriterium ist die Sprache, weil sie entscheidet, was da steht. Entweder der Begriff in Deutsch oder in Englisch oder so, es ist immer die Sprache, die entscheidet. Unser Nachschlagwerk ist hier unten, da hat sich nichts geändert. Jetzt, da wir hier mit Nachname arbeiten, wo sind unsere Nachnamen, in welcher Spalte sind unsere Nachnamen in dem Matrix 1, 2, 3, in der dritten Spalte. Und das ist hier immer noch falsch. Wir können es jetzt auch ohne Assistent probieren, beim Geburtsdatum, ist gleich. Dann S-Verweis, Klammer auf, erst kommt das Suchkriterium, da haben wir gesagt, das ist die Sprache. Unser Matrix könnte man hier auswählen. Wo sind unsere Geburtsdaten? 1, 2, 3, 4 in der vierten Spalte. Und als letztes falsch. Das ist der Bereichsverweis, weil. So, und nicht vergessen, immer zwischen jedem Satz oder jedes Kriterium muss man immer ein Semikolon. Also, das ist das Suchkriterium. Das ist unser Matrix. Das ist der Spaltenindex. Und das ist dieses Bereichsverweis. Okay? Und dann auf OK. Ein kleiner Tipp von mir. Das Suchkriterium und die erste Spalte vom Matrix ist immer derselbe Typ von Inhalt. Also Suchkriterium hier in unserem Fall ist eine Sprache und die erste Spalte im Matrix ist eine Sprache. Ja? Oder sind die diversen Sprachen. Das heißt, immer, wenn ich jetzt ein anderes Suchkriterium hätte, das keine Sprache ist, zum Beispiel eine Art Vorname oder so, dann ist was falsch. Das Suchkriterium und die erste Spalte im Matrix muss immer vom selben Typ sein, weil dieser S-Verweis, der nimmt diese Sprache und sucht sich diesen Begriff, in dem Fall Deutsch, sucht sich diesen Begriff hier in dieser Tabelle ab, da ist er. Und jetzt brauchen wir den Inhalt von Spalte 4, geht da 1, 2, 3, 4 und spuckt das dann hier raus. Okay? Deswegen, das Suchkriterium muss immer wie die erste Spalte im Matrix sein. Oder umgekehrt, die erste Spalte vom Matrix muss immer identisch sein mit dem Suchkriterium. Und so kann man sich die Projekte, wenn man jetzt ein Projekt selber erstellt, man muss immer aufpassen, dass das Suchkriterium, das man hier hat, identisch ist mit der ersten Spalte in der Matrix. Weil sonst wird das S-Verweis gar nicht funktionieren. Weil sonst, wenn hier jetzt was anderes stehen würde, wenn jetzt hier Vornamen stehen würden, dann würde das gar nicht finden. Und das können wir jetzt mal gleich probieren. Wir haben jetzt auf Deutsch stehen die ganzen Daten da. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel sowas mache, dann sieht man, das funktioniert nicht mehr. Er findet den deutschen Begriff, findet er nicht mehr. Und da kommt dieses NV. Ja, weil hier ist nicht mehr der deutsche Begriff da. Ja? Und so ist es dann richtig. Okay, deswegen, wenn wir einen S-Verweis machen, machen wir es nochmal, ohne Assistent. Erst das Suchkriterium. Das Suchkriterium ist immer vom Typ, ist immer identisch zu der ersten Spalte in Matrix. Deswegen, auch wenn ich jetzt sowas mache, nur das markiere, ohne diese erste Spalte, werde ich auch hier einen Fehler kriegen. 1, 2, 3, 4.
Das wird auch verkehrt, weil in dem Fall unser Matrix fängt hier an, können wir gleich sehen, hier fängt er an und diesen Begriff Deutsch gibt es gar nicht hier. Und deswegen kommt NV nicht vorhanden. Okay, man kann das nachträglich dann hier korrigieren, man markiert das einfach. Das sieht man, das ist der Matrix, den wir ursprünglich jetzt haben. Wir wollen den, markieren wir mal den richtigen Matrix und schon ist es dann. Und jetzt muss man auch, dadurch, dass wir jetzt den Matrix erweitert haben um eine Spalte, muss man auch diesen Index auf 5, weil unsere Firma steht im Index 5, 1, 2, 3, 4, 5, ne? 5. So, und jetzt haben wir das erledigt und jetzt geht das ganz gut. Okay. Ja, und natürlich, wenn man hier was ändert, ändert sich dann automatisch das da oben. Ne? Das machen wir mal so. Ups, was geschrieben auch noch. First Name. Wenn wir es dann hier, dann wird das automatisch dann übernommen.